Hello, Pax. In the new year, my first vid. A vid about a butcher bird. What is it? Butcher bird? It's a fucker wolf, 190. Yeah, fellow. And it is one of the best add-ons for the FSX. The fucker wolf, 190 from Matthias. The classic hanger. Sit down and look. Make the eyes wide open. And have a good time. Okay, I stay here in Reno. It's checked and it's the first flight with a fucker wolf, and I try to familiarize with this plane.
Also, wir sind airborne. Gear up. Flaps up. Nein, nicht ganz. Ich habe sie leider den ganzen Flug ein Stück rausgehabt. Das ist die im Focke Wolf 190 von Matthias. Vertrieben über Classic Hangar. Sie ist hochdetailliert, lässt sich sehr gut fliegen, kommt sehr nah am Original. Und es macht einfach Spaß, mit ihr am Himmel zu sein. Auch wenn es eben in der Simulation ist. Ich fliege sie hier wirklich das erste Mal und ich mache ein wenig Airworking. Es ist kein Programm, es ist einfach nur so, wie fühlt sie sich an, wie reagiert sie, wie reagiert sie auch bei hohen Geschwindigkeiten und wie ist sie bei der Landung. Und ich muss feststellen, sie ist genauso wie vom Original überliefert. 200, 220 Anflug, 180 Sätzen. Nur die dicke Nase, die ist immer im Wege. Der Film ist unterlegt mit Originalaufnahmen und zur Abwechslung mal andere Tageszeiten. Wir starten am Morgen und landen am Abend. Im Sturz runter über 700 km/h und wieder hinauf zum Turn. Sie macht alles mit. Gut, dass man hier keine Ruder hat mit Rückmeldung. Man würde sich, glaube ich, wundern. Nach der Kür die Pflicht. Ich beginne mit Airworking. Erstmal nach dem steilsten Steigen, dann kommt das Aushungern der Maschine. Wann geht sie abwärts und vor allen Dingen, wie geht sie abwärts? Sie geht über die linke Fläche. Man kann es aber mit den Querrudern abfangen, denn man zeigt es eigentlich relativ früh an. Dann das Fahrwerk raus und mit dem Fahrwerk und volle Klappen geht sie in einen Sackflug. Es ist allerdings die Balance auf dem Seil. Ein Moment der Unaufmerksamkeit an den Querrudern und schon geht es abwärts. Coming in. Wir kommen rein zur Landung. Final Approach. Direkt. Es gibt im Leben eigentlich nicht viel Schöneres, als mit einer guten Maschine zu starten und nach einem schönen Flug wieder zu landen.
Wir sind am Ende unseres Videos und ich danke fürs Zuschauen und hoffe, es hat allen gefallen und schauen Sie mal wieder rein. Wie sagt der Öscher? Tschö.